Ein spannender Tag erwartet uns hier in Animal Crossing. Let's go to the city, hoffentlich. Wir haben auf jeden Fall erstmal eine Menge Post. Ich gehe mal davon aus, dass uns jeder geschrieben hat, denn ich habe ja nach Äpfeln gefragt. Oder nach Früchten generell. Es könnte aber sein, dass die Brücke mittlerweile mal fertig ist oder halt auch nicht. Nö. Und wie sieht es mit Bewohnern aus? 2, 4, 6, 8. Ja, es ist neu eingezogen. Muss nur gerade gucken, wo. Hier. Ach ja, stimmt. Hier. Da ist jetzt ein neuer eingezogen. Okay, cool. Dann würde ich sagen, lesen wir erstmal die Post und gönnen uns dann, wer da eingezogen ist. Und ich weiß nicht, wie lang die Kackbrücke eigentlich noch dauern will. Na okay. Wobei, ich weiß nicht. Vielleicht eine Woche, nachdem jeder abgestimmt hat. Das kann auch sein. Das wäre dann Sonntag, oder? Mal schauen. Oder Samstag. Samstag müsste es sein. Heute ist Freitag. Naja, erstmal Post von Rosi. Hallo Niklas, ich habe mich total über dein Geschenk gefreut. Ja, jetzt bin ich dran. Hier ist ein Geschenk für dich. Als Erinnerung. Blablub. Ja, wir lesen erstmal alle, komm. Niklas, ich habe mich sehr über dein Geschenk gefreut. Eigentlich wollte ich dir das hier persönlich geben, aber ich konnte nicht warten. Ob es dir wohl gefallen wird? Manu. Niklas, dein Geschenk war fast zu cool für meinen Briefkasten, Mann. Und außerdem war es total mein Stil. Ich hoffe, das hier ist für dich. Ich hoffe, du findest es toll. Und der Gerald. Oh, danke für das tolle Geschenk, Mann, ey. Und den Brief, ey. Krass. Aber was immer ich mit deinem Geschenk mache, hier ist schon mal eins für dich. Es ist seltsam, Gerald. Ich hoffe, du isst es, weil ich habe dir wie allen anderen eine Frucht geschickt. Also ich fände es, glaube ich, nicht so passend, wenn du das irgendwie ausstellen würdest oder sowas. Ich habe mich so über dein Geschenk gefreut. Und durch wollte ich sowieso schon so schenken und so. Ich hoffe, du freust dich. Dein Freund Keks. Nach sicher durch. Danke für das Geschenk. Gab's einen Anlass dafür? Ja, ich brauche Obst. Und zwar Äpfel. Der beste Dank für ein so nettes Geschenk ist ein ebenfalls so nettes Geschenk. Ich hoffe, du magst es. Was soll dieser Tropfen? Okay. Ah, Niklas, ich liebe Briefe, vor allem wenn ein Geschenk darin ist. Der beste Dank für ein so nettes Geschenk ist ein ebenso nettes Geschenk. Bla 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 bla. Wir schreiben wieder alle dasselbe. Niklas, ich liebe Überraschungen. Ich liebe Geschenke. Du hast mir etwas viel zu Teures geschenkt. 100 Sternis. Wow, krasse Scheiße. Aber hiermit möchte ich mich jedenfalls bedanken. Gefällt es dir? Sag schon. Dein Apollo. Ja, das kann ich dir auch gleich direkt sagen, denn du bist da unten. Wobei ich mich wahrscheinlich gleich, wenn ich alle Geschenke auspacke, nicht mehr daran erinnern kann, was von wem ist. Dafür muss ich allerdings erstmal Platz machen. Weil ich die Blumen gestern gar nicht gepflanzt habe. Ich glaube, ich habe sogar noch behauptet, ich hätte die gar nicht gekauft, oder? Erinnere ich mich so grob. Ein Wintergemälde haben wir auch noch, das könnten wir auch noch dann spenden, ja klar. Alles zu seiner Zeit. So von Rosi, Manu und Jan. Ne. Ein Sternbild-Outfit, das ist nicht schlecht. Ein Spiel-Outfit, kenne ich jetzt so nicht. Und eine Steinzeitkluft. Ich bekomme einfach nur, ne, hier Outfits. Ich glaube, das werde ich jetzt weiterhin tragen, schätze ich mal. Spieloutfit hat auch was, ja. Ja, und halt so richtig feuersteinmäßig. Ja, dann werde ich doch erstmal das Sternbild-Outfit anbehalten. Das hier ist mein Smoking, den werde ich mal sicher verstauen. Und den Shit werde ich wahrscheinlich verkaufen. Gerald und Keks. Ja. Da haben wir einmal eine Kirsche. Von Gerald. Und eine Kirsche von Keks. Ja. Auch verkaufen. Oinka und Kiki. Ein Edeloutfit. Und eine Birne. Aber kein Apfel. Das sieht auch nicht so schlecht aus. So, Apollo. Du bist meine Hoffnung. Gib mir einen Apfel. Ja. Käfig-Outfit. Na toll. War noch mega hässlich. Also Apollo, das ist mega hässlich, wo auch immer du gerade lang gelaufen bist. Nicht mein Stil. Ach, scheiße. Ja, gut. Das war, ja, ein Reinfall. Wir haben zwar immerhin Früchte bekommen, 2 Stück. Von, ich glaube, 8 Briefe habe ich ja geschrieben. Aber leider nicht einen Apfel, den wir brauchen. Das ist blöd. Sehr blöd. Komm, die Axt packe ich mal mit rein und nehme das Geschenk noch auf. Hat lang kein Mario-Möbel mehr da drin. Wäre mal ganz cool. Eine Münze, sehr schön. Geht doch. Ja, mittlerweile ist auch Mario Odyssey raus, ne? Hast du mir gestern geholt. 6 Tage nach Release und, boah. Ich hatte es heute Morgen echt schwer. Heute ist ja noch Freitag bei mir. Habe ich noch Urlaub.
Ich hatte es echt schwer jetzt zu entscheiden, ob ich Animal Crossing aufnehmen soll oder direkt weiter suchten soll bei Mario Odyssey. Hey Endline, ich habe beschlossen, Millionär zu werden. Ich werde mich an die Spitze handeln. Ich habe hier so einen Kaiserschnapper und den tausche ich gerne gegen dein Spieloutfit. Das Spieloutfit war aber nicht das... Nee, er hat mir eine Kirsche geschenkt. Okay, alles gut. Was sagst du dazu, Heyman? Ja, auf jeden Fall, Mann. Yippie, das ist fantastisch, Heyman. Also in Ordnung, hier ist mein Kaiserschnapper. Das Witzige ist, dass der einfach 3000 Sternis bringt, wenn ich mich nicht täusche. Somit hast du dich gerade komplett pleite gemacht im Endeffekt. Wohingegen könnte ich das Ding als nächstes 1000 tauschen, Heyman. Wir gucken jetzt einfach mal direkt bei Nuke, weil ich wollte ja sowieso dahin. Ich meine, das Ding bringt 3000 Sternis. Es sollte meiner Meinung nach, meines Wissens nach, mehr bringen als das Spieloutfit. Außer wenn das jetzt ein voll edles Outfit ist, aber das ist es nicht. Tatsächlich. Der hat mir gerade einfach mal 2500 Sternis oder sowas in der Richtung geschenkt. Also Keks kann offenbar nicht handeln. Schön. Nein! Ich wollte noch, den Grünen muss ich auch loswerden, den will ich auch nicht haben. Hab auch gar nicht mehr nachgeguckt, was hier so bei der Rübenbörse abgeht. Können wir uns mal gönnen. Ja, okay, war wohl eine Schlappi-Woche hier. Oder Mittwoch und Donnerstag war halt wieder Peak. Freitag ist es auf jeden Fall nicht so geil. Da haben wir einen Massagesessel, den werde ich mir mal kaufen. Leider hat der jetzt hier nicht mehr den tollen Effekt wie damals in Wild World. Da gab es nämlich so eine richtig coole Tauschquest, an dessen Ende man Tomlux Foto bekommen hat. Das erzähle ich gleich mal ein bisschen weiter. Ich muss erst mal gucken, was mit den beiden Möbeln ist. Ich schätze mal, beim Kindertisch bin ich mir echt nicht sicher, dass da drüben ist wieder so eine Smaragd-Dings da, ne? Smaragd-Bett, bla 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 bla. Ne, das habe ich noch nicht. Das siehst du mal, das hätte ich jetzt stehen gelassen, sehr schön. Und diesen Kindertisch. Sieht's damit aus? Kindertisch haben wir schon, jawohl. Gut, dann kaufe ich nur noch hier das Markt-Bücherregal, das ist glaube ich. Oder so, ich weiß nicht, was da... Oh, da stehen Gewürze drin. Anrichte! Okay, dann ist es halt eine Anrichte. Von mir aus. Na, auf jeden Fall gab es halt damals in Wild World ja noch Fotos von Bewohnern. Das heißt, wenn man sich richtig heftig um die gekümmert hat, die Blumen kaufe ich auch später, wenn überhaupt, dann hat man halt von ihnen irgendwann so ein Foto bekommen von wegen, hey, du bist mein bester Freund, hier hast du ein Foto von mir, das kannst du aufstellen. Da konnte man dann so Sachen lesen wie den Geburtstag oder Sternzeichen entsprechend auch und halt so ein Spruch. Bei Keks war es, glaube ich, schlafende Hunde soll man nicht wecken oder sowas. Bei Rubina, damals noch Tommy in Wild World, war es irgendwie so, keine Ahnung, ich bin kein Albino oder irgendwas in der Richtung. War halt immer ganz cool, so ganz, ganz lustig und so. Und sahen halt echt schön aus, coole Deko-Gegenstände. In Let's Go to the City haben sie es leider rausgeschmissen. Und in New Leaf haben sie es glücklicherweise wieder reingepackt. Allerdings haben sie es da ein bisschen verbilligt. Also zum einen kann man die am 1. April einfach ganz richtig billig bekommen, als Event-Items quasi. Und auch generell so sind die, würde ich mal behaupten, leichter zu bekommen als in Wild World durch Bewohnerpflege und sowas. Und manchmal bekommt man die auch komplett random. Also ich habe zum Beispiel in New Leaf auch Keks gehabt. Und der hat mir einfach mal zwischendurch so gesagt, hey, guck mal, du hast jetzt da dieses Geschenk überbracht, hier hast du ein Foto von Keks. Und ich mir so, okay, toll. Mein drittes? Es ist irgendwie, die sind leider nichts mehr wert. Deswegen feiere ich die auch nicht so. Sind trotzdem noch schöne Deko-Gegenstände, natürlich, aber es ist trotzdem ein bisschen traurig, dass da das nichts mehr wert sind, tatsächlich. So. Auch tatsächlich natürlich genau an die Position gezogen, wo Michelle vorher war, hier der, oder die Bewohnerin. Bin ich mal gespannt, wer das ist. Ist auch klar, dass es natürlich an diese Stelle kommen müsste, das Haus. Und nicht irgendwie einen Millimeter weiter rechts oder sowas. Weil es gibt ja hier diese Schilder, wo die hinziehen können. Was ich ja immer noch sehr praktisch finde. Andererseits, also einerseits finde ich es ganz schön, weil ich habe ja hier sowieso schon den ganzen Garten und sowas gehabt. Deswegen finde ich es schön, dass hier wieder jetzt ein Haus steht direkt. Andererseits, wie gesagt, habe ich ja gesagt, ja, da könnte man vielleicht jetzt was draus machen und sowas hier aus dem ganzen großen Bereich, aber ja, egal. Ich mache mal gerade ein Safe State. Gehe erstmal zur Schneiderei, weil ich jetzt gerade hier bin. Und dann, ja, kümmere ich mich, glaube ich, mal um den Neuling. Und da ist irgendwie eine Falle getreten. Das tut mir leid. Naja, auf jeden Fall gab es dann halt damals noch diese Tauschquest, wo man dann noch das besondere Foto von Tom Nook bekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob es weitere Special-Charaktere gab, wo man solche Fotos bekommen hat. Da musste man dann unter anderem diesen Massagesessel, den es da jetzt als ganz normales, reguläres Item gibt,
Es war halt voll der seltene Gegenstand, den hat man eben ja durch so ein Hans im Glück Tauschaktionszeugs bekommen. Und den musste man dann dem Turtle geben. Die Aziza wollte dann zum Beispiel so einen Turban haben und ich weiß nicht, was alles. KK wollte noch so eine coole. Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Eine ganz bestimmte Gitarre wollte der haben. Country-Gitarre? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendeine. Oder Jazz oder Elektro. Ich weiß es nicht. Irgendeine krasse Gitarre wollte der auf jeden Fall haben. Ich meine, es war die Jazz-Gitarre. Ich keine Ahnung mehr. Und ja, am Ende war dann halt Tomlooks Foto so als krassestes natürlich. Wobei man natürlich auch zwischendurch die Items gerne behalten hat, weil das waren halt auch richtig coole Sachen. Wie zum Beispiel der Massagesessel, der war ja nicht schlecht, ne? Aber da konnte man halt noch was Besseres, sag ich mal, raushandeln mit dem Foto von Tomlook. Was halt echt mega special war. Voll cool. Leider alles nicht mehr möglich in Let's Go The City. Definitiv Pluspunkte für Wild World. Und jetzt bin ich gespannt, wer hier wohnt. Es ist... Boah, wie heißt du nochmal? Moment, du bist... Doch, du bist Mischka, wusste ich's doch. Krass. Oh, hi, läuft hier, ist in Draconia so, dass alle einfach so in fremde Häuser gehen? Abgefahren, Mann. Ja, ich bin Mischka und ich bin ja so die neue Bewohnerin dieser sagenhaften Stadt. Und, wer bist du? Niklas? Im Ernst? Scharfer Name. Na dann, erwarte mal große Taten von mir. Augen auf, Draconia, jetzt komme ich. Oh yeah, jetzt kommst du. Coole Sache, Mann. Ja, Mischka. Nice. Mag ich. Auch definitiv wegen Honeybots Let's Play natürlich zu New Leaf. Ist ja so ein bisschen Ehrencharakter. Ehrenbewohner. Ich versuche gerade schon die ganze Zeit herauszufinden, wie nochmal ihr Stadtname hieß. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe, Mensch. Nein, nach irgendeinem Tier. Ich weiß nicht mehr. Mein Gott. Ich weiß es ernsthaft nicht mehr, ne? Ah, ne, Pilsdorf, mein Gott. So. Ehrengast in Pilsdorf, so. Meine Güte. Oder Ehrenbewohner, nicht Gast. Ja, finde ich cool. Ich hätte zwar noch die Barberry gehabt, klar, aber Mischka ist super cool. Die feiere ich. Dann haben wir jetzt Mischka. Haben wir überhaupt? Ja, wir haben jetzt mit Kiki und Mischka zwei Katzen, richtig? Und die ist halt auch an eine ganz nette Stelle gezogen, so, weil da halt vorher Michelle gewohnt hat und das so schon alles eingerichtet war, so gesehen. Voll integriert und sowas. Das ist cool. Oder Jan, findest du auch cool? Yo, was gibt's denn noch? Scheiße, der will immer noch ein Fossil haben. Alter, hatte ich sehr tiefgründige Gedanken und jetzt habe ich Gehirnmuskelkater. Scheiße, Mann, jetzt muss ich einen Spaziergang machen. Kannst auch wieder nicht reden heute, oder? Ja, nicht so, wie man merkt. Ja, okay. Ja, cool. Dann haben wir eine Menge Post bekommen, die uns im Endeffekt nicht das gebracht hat, was ich wollte. Und wir haben eine neue Bewohnerin. Und das ist Mischka. Sehr schön. Das freut mich. Dann habe ich heute aber auch schon fast nicht mehr krass wirklich was zu tun. Ich gönne mir jetzt nochmal ein neues Outfit oder ein altes neues Outfit. Ich will das nochmal ein bisschen neu kombinieren. Wie gesagt, dieses tolle Sternbild-Outfit will ich anbehalten. Da suchen wir uns jetzt mal was Passendes raus. Dann geben wir noch gerade das eine Fossil ab und ich wollte ja sowieso noch, also das Wintergemälde abgeben und das Fossil analysieren lassen. Und dann, ja, war es das, denke ich mal, wieder für diesen Tag. Weil heute einfach nichts Spannendes so los ist. Die Froschmütze, ja, die passt, glaube ich, nicht so sehr. Soll ich einfach mal die Schnauzerbrille, Wenn, dann müsste ich den Mario-Schnauzer tragen für Mario Odyssey, aber leider, habe ich die noch nicht. Glaube ich. Ja. Ich will jetzt noch nicht unbedingt bestellen. Sondern das nehmen, was ich jetzt hier habe. Na doch, hier Mario-Schnauzer. Wunderbar, dann nehmen wir den Mario-Schnauzer, komm. Und dann gucken wir, was dazu noch passt. Ja. So ein bisschen, ne? Ja, gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn noch für Kopfbedeckung hier im Schrank? Bing, bing, bing. Barett. Barry, keine Ahnung, was war das nochmal? Nichts, was dazu passt, glaube ich, oder? Ich nehme es mal mit raus. Luigi-Mütze, ja, machen wir mal ein bisschen Crossover hier. Eine Kochmütze, die passt eigentlich zum Schnurrbart. Lichtkranz jetzt nicht unbedingt. Die Kapitänsmütze ist cool. Ach, das war so ein... Ach so, ja, das passt auch irgendwie so ein bisschen. Naja, gut, das ist
eher französisch als italienisch, aber die Kochmütze ist relativ. Die nehme ich. Dann brauche ich aber eigentlich doch ein anderes Outfit. Das Sternbild-Outfit passt dann doch nicht dazu. Folklore-Outfit fand ich ja ganz cool. Passt aber, glaube ich, auch nicht so wirklich. Natur. Bei den meisten weiß ich einfach nicht mehr, wie die aussehen. Das Psycho-Outfit. Ist, glaube ich, jetzt. Na? Ich nehme es mal mit. Ich guck mir mal alles an. Nicht alles. Das ist zu viel. Arbeitsuniform nicht. Sternbild-Outfit nicht. Das habe ich ja gerade an. Funkel. Das kann ich auch noch verkaufen. Funkel-Outfit auch nicht. Wellen-Outfit. Markt-Outfit. Jodel. Hosen-Outfit. Ja. Tiefsee-Outfit auch nicht. Gönnen wir uns mal die alle noch. Also, Folklore-Outfit war dieses. Wobei, das passt so ein bisschen von wegen Pizza und sowas, finde ich. Das sieht ein bisschen pizzamäßig aus, ich weiß nicht warum. Ja toll, jetzt stehe ich direkt vor der Lampe. Das ist jetzt nicht so... Das Psycho-Outfit passt in der Gesamtkombination auch nicht. Dieses komische Eier-Outfit auch nicht. Minz-Outfit? Nee. Jodel-Outfit? Nee, bitte nicht. Rosen-Outfit auch nicht so. Und das Ferien-Outfit? Auch nicht so. Dann würde ich sagen... Bleiben wir beim, was habe ich gesagt, Folklore-Outfit? Ja. Soll ich vielleicht mal meine Haare umdesignen? Könnte man auch heute mal machen, oder? Ja, so. Sollen wir machen? Ich glaube, das machen wir mal. Zwar keine Ahnung was und welche Frisur und sowas, aber es geht eigentlich nur darum, dass man unter der Mütze nicht unbedingt so diese blauen Haare sieht. Die Frisur ist eigentlich kackegal. Die Farbe ist da entscheidend. Und sollte ich jemals wieder ohne Mütze rumlaufen, dann kann ich mir das auch wieder ändern. Und die Schuhe werde ich mir dann auch gleich putzen lassen. Aber erstmal werde ich jetzt noch gerade ins Museum, wie gesagt. Oh, toll. Punkt. Ich weiß nicht, wie viel Uhr. So, hey Eugen. Verzeihen Sie mir, ich bin so eine Nachteule, Mann. Ja, ja, ist okay. Kennen wir ja. Seit über 100 Parts. Faszinierend, Mann. Warum rede ich eigentlich heute die ganze Zeit so slangmäßig? Naja, ein Ankylotor ist es auf jeden Fall. Den haben wir schon. Sorry. Und wie ist es mit dem Bild? Ist das wenigstens echt? Sind die echt? Mutter? Naja. Ein waschechtes Wintergemälde. Eine wahre Augenweite, sage ich Ihnen. Huhu. Jetzt muss ich noch einen Platz finden, wo das Licht, diese Schönheit dieses Gemäldes zum Glanz bringt, Vorschein, bla. Sie sind ein wahrer Wohltäter, Sie wissen das ja. Jo, weiß ich. Ist hier zufällig gerade irgendwer? Nö, schön. Dann nicht. Dann verbissen wir uns in die Großstadt und machen gerade mal ein bisschen uns fein und so. Putzen uns raus. Damit wir beim nächsten Mal auch wirklich die Brücke mal sehen können. Ist ja nicht möglich. Dann werde ich wahrscheinlich halt auch dann mal so ein bisschen da die unten, da so ein bisschen Wege verlegen und sowas, so eine Scheiße. Und dann habe ich ja auch eigentlich vorgehabt, schon am Samstag, glaube ich dann, also morgen, halt auch wirklich schon einen neuen Charakter dann zu machen. Also einen Part jetzt dann noch gerade gucken, so wegen Brücke und sowas und dann, wenn sie denn dann da ist, dann denke ich mal trotzdem schon einen neuen Kara introducen. Ich weiß gar nicht, aber boy, KK sollte dann trotzdem schon kommen. Es ist nämlich so eine Besonderheit, wenn man an einem Samstag anfängt mit diesem Spiel, kommt meines Wissens nach KK nämlich noch nicht. Ich weiß nicht, ob das damals der Fall war, dass ich da angefangen hatte, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, dass es ein Samstag war und ich das deswegen weiß, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist glaube ich, so, dass er dann nicht direkt da ist. Und wir gehen jetzt natürlich erst zum Friseur, damit wir dann nach Outfit machen können oder sowas. Und da ist Zara, die hätte auch bei uns in die Stadt ziehen können. Die ist auch cool. Twiggy mag ich jetzt nicht so. Oder natürlich der Jack. Ein wunderbarer Charakter, auch aus Bielsdorf bekannt. Aber egal. Wir gehen jetzt erstmal Sternis ausgeben. Bei Shampoodle, bei Trude. Hi Süßer, willkommen bei Shampoodle. Ja, ja. Achso, sorry. Ich muss erst mit dir reden. Ich hab's vergessen. Ah, bist du auf einen neuen Haarschnitt oder eine Typerneuerung? Na, Haarschnitt natürlich. Aber natürlich, überlass das nur mir, Süßer. Das ist ein Kinderspiel. 3000 Sternis, bitte. Ah, dann nimm mal vom Spiegelplatz so, ne? Yo. Machen wir.
Weiß gar nicht, was passt denn da für eine Frisur, für eine Farbe? Naja, überlegen wir später. So, in wen sollen wir dich denn heute verwandeln, Süßer? Mal mir ein Bild deines neuen Ichs. Okay, so, in welche Richtung soll denn dein Look gehen? Erwachsen. Na, erwachsen also. Was meinst du damit denn so? Seriös. In Ordnung, mit deinem neuen Haarschnitt wirst du der Schwarm der Stadt sein, aber was, wenn nicht alle Mädels, die du kennst, so an dir hängen werden wie Kletten, so wie ich gerade, hä? Wie findest du das? Egal. Ich bin geiler Pizzabäcker, das ist okay. Na, wow, krass, Mann. Also klar, Süßer, ich glaube, ich weiß, welcher Look dir vorschwebt. Und was die Haarfarbe angeht, was würdest du denn tendenziell bevorzugen? Ich glaube, ich würde etwas, ich weiß nicht, warm? Na, was soll's denn werden? Unbekümmert. Okay, dann sind wir fertig so. Hier, jetzt wirst du frisiert. Keine Ahnung, was das ist. Blond? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist es überhaupt warm? Eigentlich schon, ne? Ja, es ist blond. Wir sind fertig. Das steht ja fabelhaft, Mensch. 3000 Sternis, bitte. Passt das zum Gesamtoutfit? Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall besser als die blauen Haare. Vielleicht hätte ich doch eher braun nehmen sollen. Egal. Hey, was mit einer kleinen Schuhpolitur für den Herrn, Mann? Nur 500 Sternis, okay. Alles klar, Mann, eine erstklassige Schuhpolitur. Politur, mein Gott. Was bevorzugst du denn? Farbe oder Stil? Ich nehme Farbe. Alles klar, Mann, ein paar Schuhe in einer Farbe, kommt sofort, warte einen kleinen Moment. Weh, ich bekomme jetzt richtig ugly Schuhe, ich will rote oder grüne. Na, bitte sehr. Nichts von beidem. Schön, ne? Ja, wunderbar. Dann zauge ich dich mal ab. 500 Sternis. Dankeschön. Toll. Und ich habe blaue Socken, die ja unglaublich gut dazu passen. Naja. Mit den Schuhen bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden eigentlich, aber es sah, ist okay. Ist okay. Ja. Was habe ich vorhin eigentlich gesagt, was ich noch machen könnte? Bla. Habe ich nicht doch gesagt, ich könnte nur irgendwas... Ach, ist auch egal. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Am Samstag dann. Und dann gönnen wir uns hoffentlich endlich mal die nächste Brücke, die letzte Brücke, die weitere Brücke. Bis dahin. Tschüss.